Dann eröffne ich unsere Pressekonferenz zum heutigen Spiel HBW Balingen-Wallstätten, Rhein-Neckar-Löwen, Endstand 32:30, Halbzeit 12:15. Zur Pressekonferenz begrüße ich die Trainer Klaus Gärtner von den Rhein-Neckar-Löwen und unseren Trainer Jens Bürgle. Jens, dir herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Klaus, das erste Wort gehört immer dem Gast. Wie hast du das heutige Spiel gesehen? Also erstmal Glückwunsch, verdienter Sieg, gibt es nichts dran zu deuteln. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, fand ich. Kommen da nicht gut aus der zweiten Halbzeit raus. Balingen nutzt es aus, macht es gut gegen uns, geht relativ schnell danach in Führung. Also wir schmeißen den Vorsprung relativ schnell weg. Und dann kriegen wir überhaupt nicht mehr Zugriff auf die ganze Geschichte, auch in der Abwehr nicht. Gut, wir müssen verletzungsbedingt Romain Lagarde weggeben, erste Halbzeit wegen Schulterprobleme. Wir müssen Katsigianis abgeben wegen Oberschenkelproblem. Das hat uns danach natürlich nicht geholfen. Gerade für die Abwehr nochmal Romain Lagarde hat es zwar nochmal probiert, aber das hat nicht funktioniert so richtig. Ja, verdient. Wir kriegen einfach keinen Zugriff zweite Halbzeit, muss man sagen. Balingen aggressiver in den Zweikämpfen, viel mehr Tiefe. Wir schaffen es nicht, gegen den Balinger Innenblock auch mal 1-gegen-1 Situationen so zu gewinnen, dass wir Zeitstrafen kriegen, dass wir Überzahlsituationen kriegen. Das kriegen wir nicht hin. Und das war absolut verdient und geht so in Ordnung. Klaus, vielen Dank. Jens, dann darf ich auch dich um deine Zusammenfassung zum Spiel bitten. Ich bin mega zufrieden mit der Leistung heute, muss man schon sagen. Ich war auch richtig zufrieden in der ersten Halbzeit, wenn ich ehrlich bin, obwohl wir da hinten sind. Weil wahrscheinlich der einzige Unterschied ist, dass sie ein paar freie Bälle mehr reinschießen als wir. Da hat so ein bisschen noch Schussqualität gefehlt in der Halbzeit. Aber was in der zweiten Halbzeit spielen im Angriff war natürlich brutal. Ich glaube, 20 geschossene Tore in der zweiten Halbzeit. Gute Konterquoten über das ganze Spiel. Und so nach und nach uns so ein bisschen abgesetzt, so nach diesen ersten 10 Minuten, wo wir ausgleichen. Und dann, glaube ich, haben wir es auch gut über die Bühne gebracht. Wir hatten schon ein paar so Drucksituationen nochmal da, als es nochmal eng wurde, auf ein Tor hinging, auch kurz vor Schluss. Und beim 31:30 und dann Ruhe behalten und entscheidenden Treffer gesetzt. Und mega Kompliment an die Mannschaft, wirklich ganz, ganz toll gemacht. In diesem Spiel, wo wir natürlich deutlich mehr gewinnen konnten als die Rhein-Neckar-Löwen, wenn wir ehrlich sind. Aber das haben wir gut umgesetzt. Und deshalb wirklich Glückwunsch. War geil. Trotzdem noch eine Frage. Wie kann man sich erklären, gegen Ludwigshafen die Leistung und die Leistung von heute? Zum einen glaube ich, dass Ludwigshafen eine gute Mannschaft hat. Und viele Dinge auch sehr, sehr unangenehm spielt. Es ist ja nicht so, dass nur wir gegen die verloren hätten, sondern dass es eben viele andere Mannschaften auch machen, dass Melsungen, glaube ich, auch mit dem blauen Auge davongekommen ist, weil sie hinten raus die 2-7 Meter eben nicht getroffen haben. Und wir waren lang dran, auch wenn wir gegen Ludwigshafen nicht unser bestes Spiel machen, aber selbst beim 23:21 haben wir Ball und Überzahl, da können wir das Ding zum Kippen bringen, das haben wir nicht gemacht. Und deshalb hat Ludwigshafen verdient gewonnen. Heute haben wir die Ruhe behalten und haben wir den Sack zugemacht. Und das ist halt in der Bundesliga auch das Schöne, dass du halt gegen jeden verlieren, aber halt auch gegen jeden gewinnen kannst. Klaus, bei euch ähnlich, Flensburg, hervorragende Leistung und heute verloren gegen Abstiegskandidaten. Wie ist das zu erklären? Ja gut, das ist schwierig. Ne? Ich glaube, wenn wir uns beide das immer erklären könnten, dann wäre es ja relativ einfach. Ne? Also man hat es ja mit Menschen zu tun. In Flensburg hatten wir, glaube ich, auch wenig Druck. Da hat keiner wirklich was von uns erwartet nach dem Final Four. Da sind wir reingegangen, haben ein bisschen was riskiert, haben auch damit, glaube ich, Erfolg gehabt in der ersten Halbzeit. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, dass wir das Problem hatten, dass wir zur Halbzeit gedacht haben, oh, das wird hier schon werden irgendwie. So hatte ich auch das Gefühl von der Mannschaft und das war halt, was du jetzt auch sagst, also in der Bundesliga funktioniert das halt nicht. Da musst du halt 60 Minuten dabei sein. Wir haben es ja selbst in Flensburg erlebt, mit 7 geführt, unentschieden, mit 4 geführt, unentschieden. Ja? Und da müssen wir echt dran arbeiten. Wir haben diese Saison echt keine Konstanz und das müssen wir hinkriegen. Vielen Dank. Dann darf ich die heutige Pressekonferenz beenden und wünsche den Rhein-Neckar-Löwen gute Heimfahrt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.